hatten wir daheim drei süße Kinder, aber in Wirklichkeit sind es Schuldenknechte. Auch das erspare ich Ihnen jetzt noch, ja, diese, ne, grausame Wahrheit. Da muss man sie noch ein wenig, ja, belüchen. Ja, ne? Ja, obwohl die immer schon so, also die Älteren sagen immer schon so, wenn, weiß ich nicht, meine Frau und ich uns was kaufen, sagen sie immer schon, dann kann ich später nicht im Ausland studieren. Schon wieder, ach, Schuhe? Und dann sage ich, Moment mal, Moment mal. Das läuft jetzt ja anders. Ja? Erstmal waren wir da, bevor ihr kamt. Und das ein oder andere Paar Schuhe muss schon noch drin sein. Du, ja, wirst dir dein späteres Auslandsstudium schön zusammenkellnern. Genau, soll sich leihen. Knallhart geht das zu bei uns. Ja, genau. Bauen Sie so eine. Genau, und dann trinken wir uns das Ganze schön. So eine innerfamiliäre Schuldenbremse. Herr Seibert, jetzt Buchmesse Leipzig. Ein neues Buch von Ihnen auch. Mein, was dein heißt ein neues Buch? Mein erstes überhaupt? Das erste überhaupt. Ja. Aber ich bin, ich will nicht so tun, als hätte ich alles geschrieben. Ich bin nur der Herausgeber und habe ein bisschen da drin geschrieben. Herausgeber. Ist ein tolles Buch. Ja. Ist ein tolles Buch über deutsche Geschichte. Und für Jugendliche. Für Jugendliche. Die letzten 60 Jahre Ost wie West für Jugendliche, die keine Lust haben, die Bücher zu lesen, die, genau, für Professoren geschrieben und sind. Und wissen Sie, mein Lieblingskapitel, ja, ein Problem aus dem Jahr 1955. Und das lautete, mit dem Reichtum fertig zu werden, ist auch ein Problem. Sagte Ludwig Erhard. Ludwig Erhard, der hat ja alles gesagt, gell? Ja, sehr schön, das wollen wir hier auch unbedingt empfehlen. Herr Seibert, grüßen Sie bitte die Frau Petra Gerster von mir. Ja? Die hat ja auch ein Bild von Ihnen auf dem Schreibtisch. Ich stehe auf Ihrem Schreibtisch? Ah, Wahnsinn. Stellen wir uns manchmal davor, freuen uns beide dran. Wirklich? Ja. Jetzt lügen Sie aber. Neulich stand es da noch. Sie schleimen rum. Grüßen Sie bitte die Frau Gerster. Die verehre ich sehr. Die war hier. Ein unvergessener Besuch. Ja. Und sie hat mir auch empfohlen zu kommen. Sie sagte, hey, das musst du unbedingt machen. Ja. Das ist toll. Genau. Ich habe neulich auch in Berlin ich den Kollegen Kleber getroffen. Habe ich ihn gleich ganz arg angequatscht, dass er auch kommt. Soll bald kommen. Man weiß ja nicht, wie lange er noch da sein dürfte beim ZDF. Ja. Herr Seibert, dann kommen Sie gut nach Hause und haben Sie vielen Dank für den Besuch. Danke. Steffen Seibert. So. Steffen Seibert. So, meine Damen und Herren, und hier habe ich noch einen sehr weiteren interessanten Fall aus dem Arbeitsrecht. Und zwar, glaube ich, war das Arbeitsgericht, ja, Paderborn oder Hamm, das weiß ich nicht mehr, aber ist auch wurscht. Ja, und zwar folgender Fall war es. Der Polier wollte seinem Maurer eine Anweisung geben. Der Maurer antwortete ihm dann mit den Worten, mache ich nicht, leck mich am Arsch. Ja. Und nun sollte der Maurer deswegen gekündigt werden. Nein, widersprach das Arbeitsgericht, die Kündigung wäre Unrecht, weil am Bau sei dieser Umgangston durchaus üblich. Ja? Ja. Ja. Deutsches Arbeitsrecht. Ja. Deutsches Arbeitsrecht. Also es hängt von der Branche ab, ob Sie die Sau rauslassen. Ja? In welcher Branche arbeiten Sie? Versicherung. Versicherung, ja. Ja, demnächst seid ihr soweit. Ne? Ja. In welcher Branche arbeiten Sie? Rentner, ja, da kann man es immer sagen. Ja. Nee, aber es hängt wirklich von der Branche ab. Wenn Sie zum Beispiel, der Chefarzt sagt zur Schwester, Schwester, Tupfer, und sie sagt, leg mich am Arsch, geht nicht, ja. Aber am Bau, durchaus üblich, oder inzwischen auch, glaube ich, bei der Deutschen Bahn, ist ganz schlechte Stimmung bei der Deutschen Bahn. Die sind ganz schlecht drauf, sage ich euch. Und ich habe neulich, habe ich was erlebt, am 21. Februar bin ich selber mit dem ICE nach Celle gefahren. Und in Celle ist der ICE aber einfach durchgerauscht, ohne anzuhalten. Und dann kam eine Durchsage, es tät Ihnen leid, der Zugführer hätte vergessen, in Celle zu halten. Ja? Vergessen ist gut, wenn Sie gedacht haben, Celle, leck mich am Arsch. Ja? Ja, genug davon, meine Damen und Herren. Es gibt nämlich auch noch sehr gute Nachrichten. Und eine der guten Nachrichten, die lautet, die Rezession ist gut für unser Liebesleben. Haben Wissenschaftler festgestellt, das klingt jetzt wieder schwer nach dieser Rubrik, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass wer barfuß geht, keine Schuhe anhat. Ja. Nein, ist tatsächlich wahr. Die
Anthropologin Helen Fischer sagt, in der Not, wenn man Sorgen hat, produziert der Mensch mehr Dopamin. Und das ist ein Hormon und es sorgt für die romantischen Gefühle. Ja? Und das kennt man ja, wenn man in der Not ist, dann fühlt man sich von anderen Menschen also stärker angezogen. Und also wenn zum Beispiel jetzt in dieser Krise auch noch Ihre Ehe schwächelt, ja, dann gute Nachricht. Ne? Also Sie sind vielleicht bald pleite, aber finden dann den Partner wieder attraktiv. Ja? Wenn er dann noch da ist. Und das haben Sie tatsächlich durch ein Experiment festgestellt. Und das ist ein hochinteressantes Experiment. Das muss ich jetzt kurz mal erzählen. Und zwar, eine Gruppe von Männern musste über eine sehr wackelige, unsichere Brücke laufen. Und eine andere Gruppe von Männern musste über eine sehr sichere, stabile Brücke laufen. Und am Ende dieser Brücke stand jeweils dieselbe Frau. Und die Männer, die wohl über die wackelige, unsichere Brücke gelaufen sind, fanden die Frau am Ende der Brücke viel attraktiver und begehrenswerter als die Männer auf der sicheren Brücke. Ja? Ja. Gefahr macht geil. Ja? Ja. Ja. Ist so. Gefahr macht geil. Und jetzt schauen Sie sich mal um. Ich arbeite nur mit Kamerafrauen. Ja? Ja. Gefahr macht geil, Gefahr lässt uns Dinge attraktiv erscheinen, die es vielleicht gar nicht sind. Das erklärt auch den Erfolg der FDP. Aber was muss das für eine beschissene Brücke sein, auf der die FDP attraktiv erscheint? Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, der nächste Gast ist ein ganz genialer Selbstvermarkter und ein Motivator, ein Hans Dampf in allen Gassen. Genau solche Leute brauchen wir in der Krise. Meine Damen und Herren, hier ist Rainer Kallmund. Oh. Herr Kallmund. Jetzt gibt's erst einmal die Messner-Bohle. Ist der Herr Messner noch da oder muss er schon fort? Ach, der guckt schön, wie wir die hier verputzen. Ne? Ja? Ist er geblieben? Ist noch da. Er ist noch da. Hallo, Herr Messner. Schön, dass Sie noch da sind. Ihre Bohle schmeckt hervorragend. Herr Kallmund, das ist für mich wirklich eine ganz große Freude, dass Sie gekommen sind. So, geht's Ihnen gut? Hervorragend. Hervorragend. Sehr zum Wohl. Herr Kallmund. Noch würde ich sagen. Es bleibt dabei. Macht sie Gefahr geil? Sind Sie so einer? Nicht unbedingt. Nee? Nicht unbedingt. Wann waren Sie zuletzt in einer richtig gefährlichen Situation? So.